Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute lernen wir wieder einen Kapitän kennen, Kapitän Panzek. Dann gehen wir zum Prekestolen, ein wunderbarer Ausflug. Und wir lernen zwei fantastische Musiker kennen. Viel Spaß! Wir bei AIDA haben die weltallertollsten Kapitäne. Und ihr freut euch mal besonders, wenn wir euch einen vorstellen. Heute Kapitän Panzek auf AIDA Cara. Viel Spaß! Das Fernweh hat mich von früh an gepackt. Ich war als Kind schon, wollte ich immer hinaus in die große, weite Welt. Heimweh hatte ich eigentlich nie. Ich wollte ferne Länder sehen. Damals war das relativ teuer. Und so habe ich gedacht, das müsste man mit einer beruflichen Tätigkeit verbinden. Die See hat mich auch schon als Kind fasziniert. Und da war es eigentlich eine logische Folge, das beides zu kombinieren. Die AIDA Cara ist das erste Schiff, auf der ich Kapitän bei AIDA gewesen bin. Und das ist dann ein ganz besonderes Schiff. Was ich besonders gerne als Kapitän mag, ist der Umgang mit Menschen und Technik und die Internationalität. Besonders schön finde ich im Frühsommer, um die Mittsommernacht, die Ostseereisen. Die ganz langen Tage, die weißen Nächte. Auch auf eine ganz andere Art wunderschön finde ich die Grönlandreisen. Das ist spektakulär, es ist wirklich Abenteuer pur. Eines der entlegensten Gebiete, die Arktis zu befahren, durch das Eis. Der Kapitän ist rechtlich, moralisch und professionell für das Schiff verantwortlich. Dazu gehört natürlich auch Wartung, Instandsetzung, die Führung des Schiffes. Es ist also nicht nur das Fahren des Schiffes, sondern da gehört ein ganzes Unternehmensschiff dazu. Das Herz der AIDA Cara sind die Menschen. Das sind Besatzungsmitglieder, viele von denen, die hier ganz lange fahren. Das sind auch Gäste, die immer wieder kommen. Und diese Verbundenheit mit dem Schiff macht natürlich die Menschen zu dem Herz der AIDA Cara. Eine der berühmtesten Touren in Norwegen ist die Wanderung zum Prekestolen. Und da wird man mit einem wunderbaren Blick belohnt. Und wenn ihr auch mal einen fantastischen Ausflug gemacht habt und mit einem riesig tollen Blick belohnt wurdet, dann kommen die Bilder heute hier unten drunter. Die schönsten Aussichten. Und jetzt viel Spaß! Und letzter Endspurt jetzt. Und los. Wir sind jetzt hier angekommen auf 604 Meter Höhe und man sieht hinter mir schon den wunderschönen Fjord. Und ursprünglich wurde der Fjord gebildet durch die Gletscher, die es damals gab. Vor tausenden von Jahren sind hier kilometerhohe Gletscher gewesen und das Wasser, das geschmolzen ist, das ist, was man hier unten sehen kann. Der Weg hier hoch war sehr anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Der Ausblick ist mega toll. Und
Milou und Flint sind ein Musikerduo. Die waren an Bord, die machen richtig noch handgemachte Musik, zusammen mit noch einem Begleitmusiker. Und sie waren an Bord, haben nicht nur ein Kinderbuch geschrieben, sondern haben auch Musik zu dem Kinderbuch gemacht. Und das alles haben sie an Bord vorgestellt. Wirklich großartig. Ich wünsche euch viel Spaß. Also drehen wir die Mitternachtssonne auf laut. Wir tanzen mit den Mücken ums Feuer im Rauch. Jetzt sind hier 20:04. Hallo, wir sind Milou und Flint. Wir kommen aus Hannover. Wir sind ein Poesie-Pop-Duo, nennen wir das immer. Wir machen ganz viele Instrumente, singen unsere Texte auf Deutsch. Ja, also es ist ein schönes Popkonzert quasi. Was wäre, wenn wir es einfach wagen? Los, komm mit, lass uns gehen. Wir steigen auf, gefüllt mit Wünschen. Schwebt mein lila Luftballon. Rote Luft, wir tauchen unter, sind ganz nah, wir greifen an. Sing meine Träume am Klavier, schreib so wie es sein soll auf Papier. Hey, wie sieht's aus? Kannst du mit? Ja, wir geben ja Konzerte und es bietet sich ja an, hier im Theatrium Konzerte zu geben. Und da wurden wir gefragt, ob wir das nicht einmal für eine Reise ausprobieren möchten. Und haben wir gesagt, gerne. Und da wir nebenbei ja dieses Kinderprojekt machen mit dem Buch, haben wir auch gesagt, wir würden gerne auch Workshops anbieten für Kinder und dieses eine Experiment mal ausprobieren. Wir finden es ganz wichtig, gerade so in Deutschland auch, Kinder weiter für Musik zu begeistern, handgemachte Musik. Und dann haben wir auch im Zuge unseres Crowdfunding hat Milou ein Kinderbuch gemalt und dann sind wir so ein bisschen darauf gekommen. Genau. Und mit dieser Geschichte zusammen machen wir mit den Kindern eine Art Kindertheateraufführung am Ende. Denn wenn man etwas wirklich will, dann lohnt es sich immer, sich so richtig ins Zeug zu legen. Tisch hochgeklappt, ein Herz aus Glas und ein Rums. Und währenddessen ließ sich Milou es so richtig gut. Und wenn auch ihr unsere Kapitäne kennenlernen wollt oder fantastische Ausflüge machen wollt oder wenn ihr Gastkünstler treffen wollt, dann geht ihr ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, extra für euch die Verlockung der Woche. Wir starten in Bangkok und fahren als erstes nach Koh Samui mit seinen Traumstränden. Nun besuchen wir Singapur. Weiter geht es nach Penang und Kuala Lumpur in Malaysia. Noch ein Halt in Ho Chi Minh Stadt und wir erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Bangkok. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von unseren Reisen und die weltallertollste Musik von Bord dazu. Viel Spaß und bis zur nächsten Woche. Die